Die Wildener Sängerknaben. Auftritte in ganz Europa und Asien. Engagements an den bekanntesten Opernhäusern Europas. Ein Repertoire, das von Bach über Bruckner bis Pärt reicht. Ein Chor mit rund 180 Mitgliedern, der zu den traditionsreichsten und renommiertesten Knabenchören Europas zählt. Das Stift Wilten in Innsbruck. Die Heimat der Wildener Sängerknaben. Der Chor wurde hier einst von den Ordensbrüdern aus der Taufe gehoben. Sängerknaben haben hier eine lange Tradition. Wir wissen aus unseren Rechnungsbüchern und anderen Dokumenten, dass es sie gibt seit ungefähr dem 13. Jahrhundert. Es gab hier eine Lateinschule im Stift. Die Knaben wurden ausgebildet, gratis, das war damals nicht selbstverständlich. Und dafür mussten sie fast jeden Tag beim Gottesdienst singen. Ich glaube, 778 Jahre hätten wir heuer insgesamt. Er wurde aber dann durch Kriegswirrnisse natürlich immer wieder unterbrochen. Ein Höhepunkt war sicher in der Zeit des Kaiser Maximilian, wie also Innsbruck insgesamt für das Habsburger Reich sehr wichtig war. Und da hat der Kaiser Maximilian und seine Hofkapelle, die haben dann auch Singknaben von Innsbruck mitgenommen nach Wien. Und die Vorläufer der heutigen Wiener Sängerknaben begründet. Und die Sängerknaben in ihrer heutigen Form, die Wildener Sängerknaben in ihrer heutigen Form, wurden 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg wieder begründet. Im Gegensatz zu vergleichbaren Chören wie etwa den Wiener Sängerknaben verfügen die Wildener Sängerknaben über kein Internat. Johannes Stecher geht selbst auf Nachwuchssuche und klappert eine Volksschule nach der anderen ab. 15 plus 10. Hallo, hallo, guten Morgen. Grüß dich. Ja, danke, dass ich wieder kommen darf zu euch. Gern. Wir hatten schon einmal was gehört von den Wildener Sängerknaben. Ah, so viele, das freut mich aber. Wer mag seinen Namen singen? Ja, du bitte. Wer möchte es noch machen? Du? Matthias. Matthias. Sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht der Leo. Leo. Bravo, Leo. Ganz schön, ganz schön. Ganz fein. So kommen jedes Jahr junge Talente dazu, die Johannes Stecher über das Tiroler Landeskonservatorium selbst ausbilden kann. Noch nicht so weiter umsingen. Ja, schön. Zunächst einmal ist es einmal wichtig, dass sie sich einmal trauen. Dass sie sich auch einzeln trauen und dass man ihnen eine positive Rückmeldung gibt. Ich sage mal, mehr oder weniger egal, wie gut das jetzt schon gelingt, dass man sie mal positiv verstärkt, dass sie einfach das tun, das singen und sich äußern. Und dann im Laufe der Zeit, wenn sie natürlich dann regelmäßig kommen und die Unterstützung auch ihrer Familien haben und so weiter, und wenn sie dann genügend Selbstvertrauen haben und dann beginnt man ein bisschen zu korrigieren. 3 Jahre dauert es, bis die Kinder dann in den Repertoirechor aufgenommen werden. Dort erhalten sie Stimmunterricht, aber auch das Körpergefühl und die Atemtechnik werden geschult. Gelungen? Vertieft wird das alljährlich im Ferienlager in Stams. 2 Wochen lang leben die Buben ohne Eltern zusammen, gewöhnen sich so an das künftige Tourneeleben und bekommen ein abwechslungsreiches Kontrastprogramm zum dichten Konzertkalender. Ja, Wahnsinn!
Buben wartet in der Wildener Basilika eine musikalische Herausforderung. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Alle 6 Kantaten an einem Tag. 3 Stunden Konzert. Mit rund 120 Buben- und Männerstimmen des Chors. Zusammen mit dem Tiroler Barockorchester Academia Jakobus Steiner. Einfach so genial, wenn man das da sieht und hört, wie das Orchester spielt und dann der Einsatz, oh, ich liebe das. Ja, mir geht es selber immer wieder bei gewissen Stellen vom Weihnachtsoratorium so, dass ich wirklich eine Gänsehaut kriege und mir ins Kalte über den Buckel durchkomme. Vor lauter gewaltig einfach. Es klingt und wenn man sieht, dass man jetzt da ewig drauf hin geprobt hat und gelernt hat und jetzt funktioniert es, das ist eine wahnsinnige Belohnung. Ich singe zum ersten Mal beim Weihnachtsoratorium, also bin ich das erste Mal Solist. Ja, und nachher bin ich schon total aufgeregt. Bach ist einfach so intensiv und so, man geht da so in die Tiefe irgendwie des Musizierens und auch vielleicht irgendwie der Spiritualität. Manche Leute sagen auch, wenn du das einmal intensiv musizierst oder auch intensiv hörst, wenn du da nicht gläubig wärst, nachher bist du halt nicht. So irgendwie. Also das ist schon sehr, sehr berührend. Und das ist, deswegen ist das für uns und weil es so geniale Musik ist einfach, und auch so schwer ist, ein totaler Höhepunkt. Dann ein überraschendes Angebot aus dem Ausland. Der exzellente Ruf des Chors reicht mittlerweile bis nach Estland. Der international bekannte Komponist Arvo Pärt möchte, dass die Wildener Sängerknaben auch seine Werke interpretieren. Dann hat uns Arvo Pärt eine Liste von Motetten zusammengestellt von ihm, die, von denen er gern hätte, dass wir sie aufnehmen. Und dass man sozusagen als erster Knabenchor eine ganze CD mit Werken von Arvo Pärt machen. Und dann habe ich mich zuerst sehr gefreut und auch sehr gefürchtet. Die Werke von Arvo Pärt haben uns auch einiges gelehrt und gezeigt. Und da sind wir ein bisschen dran gewachsen, glaube ich. Dann der nächste Höhepunkt. Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach im Kongress Innsbruck. Bachs umfangreichstes Werk.
Ein ganzes Jahr lang haben die Wildener Sängerknaben an der Passion gearbeitet. Also wir machen das eigentlich so, dass dass ziemlich viele Knaben das lernen und meistens kristallisieren sich nachher ein paar Wochen vor den Konzerten zwei, drei heraus, die in Frage kommen. Und jeder weiß genau, ich habe einen Stellvertreter und es ist auch nachher nicht so ein Druck auf einen Buben. Wenn er sich gut in der Lage fühlt, singt er und sonst gibt es einen zweiten oder einen dritten, der das auch kann. Ein Star betritt das Parkett. Hallo, Jesus. Sämtliche Soli der Passion werden von den Buben und von ehemaligen Sängerknaben gesungen. Von den ehemaligen sind inzwischen einige zu international gefragten Stars geworden. So wie Daniel Schmutzhardt, der die Rolle des Jesus singt. Er tritt inzwischen in ganz Europa auf. In Berlin, Paris, Wien oder Bayreuth. Naja, das ist natürlich eine große Herzensangelegenheit. Das ist sind meine Wildener Sängerknaben, mit denen ich das Konzert heute singe. Und da habe ich als, glaube ich, 7-jähriger Bub angefangen damals und habe meinen ganzen Weg eigentlich von dort weg bestritten. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Zum professionellen Singen wäre ich von selber gar nicht auf die Idee wahrscheinlich gekommen. Das hat sich einfach aus diesem Chor so logisch rausentwickelt und wie gesagt, ich habe eigentlich nie zum Beispiel Auftrittsängste oder so gehabt, weil für mich das Natürlichste der Welt war, dass man jeden zweiten, dritten, vierten Tag irgendwo steht und singt einfach. Ja. Die große internationale Bühne wartet dann überraschend auch auf die kleinen Solisten. Die Callas hat da gesungen, der Toscanini hat dirigiert, der Caruso hat da gesungen, der Domingo natürlich. Und jetzt? Ace. Die gefeierten Aufführungen der Matthäus-Passion, des Weihnachtsoratoriums und die Arvo-Pärt-Aufnahmen sind bis an die Meilen der Scala vorgedrungen. Also es ist sehr cool, das Haus. Also ich habe mir nie vorstellen können, dass ich da überhaupt mal singen kann. Und es gefällt halt voll, dass die Sängerknaben angerufen haben, dass der Johannes genau mich ausgewählt hat und die anderen. Die Buben dürfen an der Scala in Mozarts Zauberflöte mitsingen. Es hat mich natürlich schon sehr gefreut, aber gleichzeitig auch waren plötzlich viele Fragezeichen da, wie können wir das realisieren, zumal wir ja eine China-Tournee geplant gehabt haben. Und das ist aber dann doch gegangen. Ich habe also noch einmal einige Buben tauschen können und die sind dann früher nach Mailand gefahren. Und ja, schön, weil ja, man einfach doch ein bisschen das Gefühl hat, im Ausland ist man sehr anerkannt, geht's vielleicht sogar leichter wieder heim. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Der Segen des Abts des Stifts Wilken gilt den Buben, die zu ihrem großen Abenteuer aufbrechen, zu ihrer großen Kinotournee. Heimweg gehört halt dazu. Ich bin jetzt halt einer der Ältesten. Ich gehöre halt schon diese Größeren und muss mich halt auch um die Kleinen kümmern. Das ist halt auch wieder eine Aufgabe, die neu dazu kommt. Zeitchen, Tirol! Auf Wiedersehen, Tirol. Ihre Familien werden die Buben erst in einem Monat wiedersehen. Ich habe eigentlich kein Heimweh. Es gibt halt da kein fließendes Wasser. Das kann man ein bisschen vermissen und vielleicht die Luft, die frische Luft von Tirol. Aber. Also ich hätte mir echt nie gedacht, dass die Hochhäuser so hoch sind und dass die Chinesen auch sich so über die Konzerte freuen. Ni hao, Shanghai. Feel like come from the mountain or come from the sky. Sing the bird, 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 bird,
China war ein voller Erfolg, aber schön, wieder in der Heimat zu sein. Für ein Paar nur ein kurzer Stopp in Tirol. Denn für sie wird es jetzt in Mailand ernst. An der Scala wartet die erste Aufführung von Mozarts Zauberflöte. Einfach so getaugt. Es ist einfach etwas Schönes, wenn man da vorne steht und sich denkt, jetzt habe ich es hinter mir. Die ganzen Leute, die klatschen für uns. Das finde ich schön. Und noch einmal geht es gemeinsam auf die Bühne. Bei den traditionellen Hofkirchenkonzerten in Innsbruck. Abschluss eines erfolgreichen Jahres der Wiltener Sängerknaben aus Tirol.